So, hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen, ja, hier bei State 5. Und ja, das ist ein Roleplay-Server im GTA-Style, beziehungsweise in GTA. Ja, wir sind jetzt gerade ganz frisch hier auf den Server gekommen. Und ja, werden mal schauen, was wir hier Schönes erleben können, wie wir hier RP machen können. Und ja, wie es hier generell für uns laufen wird auf dem Server. Das ist halt nicht wie ja, standardmäßig GTA, was halt viele früher immer gemacht haben, mit einfach Leute über den Haufen ballern. Sowas wollen wir hier nicht machen. Wir wollen hier wirklich RP machen. Wir wollen hier richtige Geschichten erzählen. Wie halt auch damals bei Arma 3. Und ja, ich hoffe, dass wir hier ganz gut unterwegs sein werden. Ja, ich habe meinen Charakter, habe ich hier schon erstellt. Das ist der Charakter, den wir hier haben. Wir können auch nochmal gucken, dass wir den ein bisschen näher bekommen. Das ist jetzt unser Charakter hier aktuell. Und mit dem werden wir jetzt hier in der Welt ein bisschen was erleben. Ich muss mal gerade schauen. Ne, das war es nicht. Ich bin nämlich mit der Tastenbelegung noch nicht konform. Da muss ich nochmal genauer schauen.
Und zwar haben wir hier ein Tutorial, wenn wir die F11-Taste drücken. Das erste Fahrzeug leihen. Am Fahrzeugverleih kannst du dir Fahrzeuge für verschiedene Zwecke leihen. Vergiss jedoch nicht, das Fahrzeug vollgetankt zurückzubringen. Sonst könnte die Polizei dir ein Ticket ausstellen. Dann, würde ich sagen, wenn wir das hier markieren können. Na, irgendwie klappt das nicht. Ist irgendwas falsch, oder? Keine Ahnung. Gucken wir mal auf der Map. Was ist das hier? Fahrzeugverleih, da haben wir ihn doch schon. Wir müssen uns aber auch noch einen Personalausweis. Ich könnte mir vorstellen, dass das da ist. Wir gucken aber nochmal gerade bei F11. Dein Personalausweis beantragen. Beantrage deinen Personalausweis in der Stadthalle. Ja, das sieht doch danach aus, dass es das eigentlich sein müsste. Ja, wir können doch gerade schnell was ausprobieren. Und zwar Voice Reconnecten. Test starten. Okay. Also, ja, ich höre mich gerade selber. Das hört sich ganz gut an. Ich tue es mal ein bisschen lauter noch. Oder ist das jetzt leiser? Nee, das war lauter. Ja, das sieht ganz gut aus. Oder? Oder lieber so. Ach nee, das ist die Sprachaktivierung nur. Dann lasse ich die mal hier. Warte mal, ich gehe nochmal gerade zurück. Und dann gehen wir da nochmal rein. Test starten. Ja. Machen wir ganz kleinen Ticken. So. Speichern. Dann sieht das ganz gut aus. Dann tun wir den. Das können wir zum Beispiel mit der Hashtag-Taste. Ich sage da gerne Hashtag-Taste zu. Außen anschalten, das hat da oben rechts. Und jetzt werden wir jetzt auch gleich das Mikro wieder einschalten, damit wir auch wirklich mit den Leuten hier in der Welt interagieren können. Ich gucke gerade mal. B ist Funkgerät, T ist Funken und Plus ist Einstellung. Da muss ich nämlich nochmal gerade reingucken. Ach so, ja, das ist ja das Menü, was wir hier gerade aufhaben. Ah, okay. So, dann tun wir mal wieder das Mikro aktivieren. Ach übrigens, wir spielen hier den Sean Hunter. Das ist mein RP-Charakter, den ich mir hier erstellt habe. Also wundert euch nicht, dass ich hier nicht Guilford heiße. Schönen guten Tag, ich möchte gerne ein Fahrzeug leihen. Ja, was haben sie denn hier Schönes? Ein Scooter, okay. Ein Emperor hätten sie auch noch. Ja, wir leihen uns mal bei ihnen einen Emperor. Toll, die Ausfahrt ist zurzeit blockiert, super. Das ist natürlich jetzt geil. Jetzt stehen hier 1000 Fahrzeuge und keiner hat es anscheinend eingeparkt. Jetzt mal gerade gucken, haben wir hier den noch einen? Da ist noch ein Fahrzeugverleih, dann gehe ich zu dem hin. Da müssen wir zwar ein bisschen was laufen, aber ich hoffe, dass man da zumindest ein Fahrzeug ausparken kann. Ja, was mich ein bisschen wundert, hier sind so viele Leute gerade unterwegs, aber beziehungsweise stehen so viele Fahrzeuge, aber ich sehe hier, bis auf die zwei, die wir eben gerade kurz gesehen haben, sehe ich hier keine Menschen.
Vielleicht wollten die auch ein Fahrzeug ausparken und ja, das ging nicht, weil hier alles blockiert ist. Das kann natürlich gut sein. Wie gesagt, dann laufen wir, wie gesagt, mal da hinten hin. Jetzt sind wir natürlich ganz schön ausgepowert. Wir müssen ein bisschen langsamer jetzt laufen. Ich weiß nicht, inwiefern sich die Anzeige gleich wieder füllen wird da oben. Denn, ja, jeder normale Mensch kann ja auch nicht permanent durchrennen. Ist jetzt zwar auch vielleicht ein sehr interessanter Weg, den ich hier bestreite, gerade hier so querfeldein. Aber gut, das ist jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch. Hier wäre auch ein Polizeirevier in der Nähe, okay. Das ist anscheinend das Polizeirevier. Gehen wir mal gerade hier an die Straße, dann dürften wir eigentlich gleich da sein. Dürfte eigentlich nicht mehr so weit weg sein. Nein, größtenteils immer. Ja, wir müssen natürlich auch unseren RP-Charakter hier auch erstmal so richtig einpflegen. Also ich habe mir schon so ein paar einzelne Sachen überlegt, was unser Charakter so betrifft. Aber der wird sich natürlich im Laufe des in der Laufe der Zeit hier natürlich entwickeln. Und ja, bin wirklich sehr gespannt, in was für eine Richtung das gehen wird. Und ja, wir können echt gespannt sein, was wir hier alles erleben werden. Und ja, mal schauen, was wir denn hier für Leute so treffen werden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir hier in der Garage, beziehungsweise hier bei dem Verleiher was ausparken können. Hier stehen nämlich schon wieder relativ viele Fahrzeuge herum. Ach, das ist hinter der Kaserne anscheinend. Okay, ein Schussladen. Beziehungsweise ein Waffenladen. Ich hoffe echt, dass wir hier was aus uns verleihen können. Ja, ich will immer das Mausrad hier drehen. Guten Tag, was haben Sie denn hier Schönes? Ach, Sie haben auch einen Emperor 2. Gucken. Ausfall ist zurzeit blockiert. Ey, wollen die mich jetzt verarschen? Ja, super. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde. Von hier steht ein laufendes Bike rum. Hm, keine Ahnung. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da probieren wir es nochmal. Ne, ist immer noch blockiert. Sie? Ich habe eine Frage, wo wollen Sie denn gerade hin? Ich versuche erstmal das Auto aufzukriegen. Ja gut, dann müssen Sie sich... extrem nah an Ihr Auto stellen und dann versuchen aufzuschließen mit Ihrem Schlüssel. So. Ich dachte, ich muss das hier ankratzen. Guck mal, ich habe da schon voll die Presse reingekommen. Nein, um Gottes Willen! Du Kacke, ey. Jetzt muss ich das bestimmt bezahlen. Sie müssen da wirklich sehr extrem da ran und dann die auch das Schlüssel noch besser. Gut, dass Sie mir das sagen, ey. Na, kein Problem. Ja, wo müssen Sie denn hin? Ich müsste eigentlich nach, wo muss ich denn überhaupt hin? Und das klingt jetzt wahrscheinlich ziemlich wirr, aber ich muss auf den Schläger passen. Hallo. Guten Tag. Kurze Frage, bräuchten Sie eine Tasche? Ja, ich bin gerade erst eingereist, also
Ich habe ja noch nichts, sag ich mal, überhaupt an Gepäck. Das ist alles noch in der alten Heimat. Okay, haben Sie denn schon ein Konto und so eröffnet? Nee, noch gar nicht. Es sind noch alles die alten Papiere. Ja gut, das ist natürlich schlecht. Natürlich Ihnen empfehlen, das zuerst zu machen. Ja. Wo müsste ich denn da hin? Weil da müssen Sie einfach hier die Straße runter, in die Richtung. Da ja. Ist, Moment, kann ich das genau sagen? Da finden Sie die Stadthalle. Da können Sie sich anmelden und auch Hartz IV beantragen. Ah, okay. Ja, das ist sehr gut. 82 Dollar oder so. Ja, okay. Super. Danke ich Ihnen. Ja, kein Problem. Dann bis demnächst. Ich nehme es dann. Kann ich Ihnen Tasche anbieten? Meinen Sie, also würden Sie mich echt da hinbringen? Sicher. Notfalls, wie gesagt, bei Notfalls würde ich die anderen Herren noch fragen. Vielleicht will da halt jemand gerade hin. Ich will Sie auch nicht aufhalten. Okay, ich weiß auch nicht, ob wir so uns hätten einfach das Auto leihen können, aber ja, Personalausweis und ein Bankkonto wäre natürlich auch nicht so verkehrt direkt zu haben. Ja, mal schauen. Also, wir werden jetzt erstmal da hingehen. Ich werde es mir jetzt mal am besten auf der Karte markieren. So, dann gehen wir da mal ganz gemütlich hin. Inwieweit, beziehungsweise wie ich das Let's Play jetzt hier genau aufziehe, weiß ich auch noch nicht hundertprozentig. Denn ich möchte das jetzt auch nicht permanent quasi, dass wir auch, wenn extremer Leerlauf ist, dass oder ich einfach nur so ein bisschen durch die Gegend latsche, dass ja, ich da ein bisschen langweilt quasi. Da es doch relativ zeitaufwendig ist, dieses Projekt. Und ja, daher werde ich wahrscheinlich die nächsten Folgen dann immer so ein bisschen schneiden. Wie lang jetzt hier die Folge sein wird, weiß ich aktuell auch noch nicht. Kann sein, dass das eine relativ lange Folge werden wird. Da wir hier halt, wie gesagt, noch ganz, ganz frisch auf dem Server beziehungsweise hier auch in diesem Start sind. Und da ist natürlich am Anfang die Sache, man weiß noch nicht unbedingt, wo es hingeht, was man machen muss. Ich muss auch sagen, ich hatte zwar einen Key für die Closed Alpha, hatte aber ja, ein technisches Problem, wodurch ich selber nicht erst überhaupt auf den Server kam. Und ja, dann ja, hat es leider auch dann mein Rechner erwischt, dass da ein Fehler aufgetreten war. Und ja, dann war halt die Closed Alpha auch schon vorbei. Und deswegen habe ich dann auch ein bisschen jetzt gewartet. Ist jetzt die Open Alpha dran, ist also für jeden offen. Es gibt da auch ein Whitelist-Verfahren, das man machen muss, ja, bevor man seinen Charakter erstellt. Finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Man hat keine Bewerbungsgespräche wie auf vielen anderen Servern. Wie das dann später weitergeht, weiß ich aktuell auch noch nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr cool gemacht und es ist auch sehr, ja, sehr interessant gemacht hier. Also es ist sehr auf Wirtschaft hier getrimmt und ja, mal schauen, wie wir uns hier schlagen werden, beziehungsweise ob wir hier auch ja, einen Fuß auf die Beine bekommen. Schönen guten Tag. Ich möchte hier gern ja, meine Bürgerschaft beantragen. Pass beantragen. Sehr schön. Jetzt habe ich schon mal einen Personalausweis. Mal gerade gucken. Brauche ich Bargeld jetzt aktuell? Das weiß ich gar nicht. Fahrzeugverladung. Da ist halt der Autoverleih. Geschäfte. Das ist die gute Frage. Wo sind hier Geschäfte? Die sehe ich hier nämlich. Die scheinen hier in der Stadt zu sein, ne? Oder? Das ist die Bank. Er ist halt alles noch total neu für mich. Also es ist so auch der erste RP-Server in GTA, auf dem ich spiele.
Hier haben wir ein paar Gürkchen, Tomaten. Okay, hier kann man auf jeden Fall ein bisschen was farmen gehen. Was haben wir hier? Öffentliche Toiletten. Irgendwie konnte man auch sein Tablet öffnen. Da bin ich jetzt aber gerade etwas überfragt, wie das jetzt ging. Was haben wir denn hier eigentlich? Achso, hier kann man eine Immobilie kaufen. Ja, sehr schön. Aber dafür haben wir gar kein Geld für. Hier stehen aber verdammt viele Fahrzeuge rum. Aber das ist halt auch das Schöne, wenn man ein Fahrzeug benutzt, dann bleibt es auch da stehen, wo man es abgestellt hat. Also das heißt, dass man nicht jedes Mal zu einer Garage fahren muss, das Auto einlagern muss. Und ja, dementsprechend jeder dann quasi sich, weiß ich nicht, an einer bestimmten Garage trifft, beziehungsweise dass es da zu Staus kommt. Das ist natürlich dann hier so ein bisschen anders. Ich werde mich jetzt erstmal wieder zu dem Autoverleih begeben. Und dann schauen wir mal, was wir denn hier so Schönes haben. Vielleicht gucke ich gleich auch nochmal ganz kurz in die Tastenbelegung nochmal rein. Ich habe mir nämlich ein paar Sachen nochmal aufgeschrieben, weil ich es nicht genau auswendig gerade weiß von den Tasten. Von daher, wie gesagt, damit ich da auch weiß, was ich für Tasten verwenden muss. Denn sonst stehen wir hier, glaube ich, ganz schön am Schlauch. Okay, irgendwo da vorne läuft Mucke. Kommt das jetzt aus dem Auto oder kommt das von dahinter? Das wäre auf jeden Fall sehr interessant zu wissen. Ja, wie gesagt, also ich gehe jetzt erstmal zum Autoverleih. Werde aber wahrscheinlich vorher nochmal gerade kurz in die Steuerung gucken. Dann gehe ich mal so lange hier in die Ecke rein. Würde sagen, ja, das ja, war zwar ein ja, relativ kurzer Anfang, würde ich mal fast behaupten. Beziehungsweise, ich kann nochmal ganz kurz... Ne, das weiß ich jetzt nicht, was ich da geöffnet habe. Das wollte ich auch gar nicht. Mit I kann man unser Inventar öffnen. Da haben wir aktuell zwei Burger und zwei Flaschen drin. Wir testen jetzt einfach mal ein bisschen aus. Okay, ich wollte eigentlich nicht schlagen. Okay, was habe ich jetzt? Okay, auf K. Ach, K kommen auf das Skill-System, was mir aber gerade irgendwie nicht richtig angezeigt wird anscheinend. Ticketliste, nee, will ich nicht. Okay, Y ist halt nur für die Map. X war zum Auf- und Abschließen, glaube ich. Das ist relativ gleich gegenüber... Ah, okay, hier können wir auch unser Aussehen ändern. Ja, wie gesagt, das muss ich mir alles nochmal genauer angucken. Ah, F2. Ah, okay. Hier kann man nämlich dann auch das Tablet öffnen. Und hier könnt ihr auch nochmal genau die ganzen Regeln nachschlagen. Was ich sehr, sehr cool finde, dass man das hier ja auf dem Tablet selber nachschauen kann. Denn wenn man nicht mehr ganz so sicher ist, wie denn nochmal eine Regel war, dann kann man hier nachschauen. Und da war ja auch die Tastenbelegung. Genau. Okay. Ja, da sieht man sie nochmal. Genau, hier ist fürs Overlay. Ä ist für hinlegen. Ö ist für hinsetzen. Kleidung, Inventar, Interaktionsmenü. Tablet, Einsatzcomputer, Marker, ID-Anzeige. ID-Anzeige, das gucke ich mir aber mal an. Was ist das? Das zeigt er mir gerade gar nicht an. Okay. Okay, das war jetzt das Tablet. Ne, das war das State. Und wenn wir auf die 3 drücken, gehen wir direkt aufs Tablet selber. Da haben wir ein Dashboard, da haben wir Werbung. Die, weiß ich noch nicht genau, worüber die geht. Fahrzeuge, wenn wir ein Fahrzeug haben, können wir hier auch unser Fahrzeug wohl orten lassen.
Dann haben wir hier unsere Finanzen. Da wir aber noch kein Konto haben, können wir da auch noch nichts nachgucken. Import, Export und Messenger. Da haben wir auch unsere quasi E-Mail-Adresse, worüber dann wir dann wahrscheinlich schreiben werden können. Ich wollte mich gar nicht ausloggen. Egal. Okay, müssen wir uns gleich nochmal neu einloggen. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Dann gehen wir trotzdem nochmal hier drauf. Interaktion E. Und dann haben wir hier nochmal Interaktionsmenü. Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Okay, hier tut sich aber gerade gar nichts. Probieren wir das gleich einfach mal irgendwo aus. Okay, unser Typ ist immer noch relativ ausgepowert. Es wird wahrscheinlich sich ändern, wenn wir mehr essen und trinken. Inwieweit sich jetzt die Symbole da oben ändern, weiß ich nicht. Also das Glas ist jetzt halb leer. Von daher würde ich mal fast sagen, dass wir die Hälfte vom zu trinken gerade haben. Bei dem Hotdog bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Viertel sein soll, dass der quasi abgebissen ist. Nur da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, muss ich sagen. So. Da hinten kommen wir, glaube ich, nicht durch. Der schlägt gerade in die Luft. Das ist uns aber auch schon passiert. Also von daher, alles in Ordnung. Guten Tag. Ja, der war ja nicht gerade sehr gesprächig. Na, gucken wir mal. Dann brauchen wir nicht nochmal komplett außen rumlaufen. Dann klettern wir hier einfach über den Zaun. Ich hoffe, dass wir uns diesmal ein Auto ausleihen können. Schönen guten Tag. Ich hätte da gern mal ein Auto. Könnten Sie uns den Emperor 2 zur Verfügung stellen? Jo. Sehr schön. Dann gucken wir mal gerade. Dass wir können ja mal zu einem Feld hin und mal gucken, ob wir was looten können. Orangenbäume, Salatfeld, Kartoffeln. Ah, komm, wir wollen mal ein paar Kartoffeln. Ein paar Gurken. Also, ist immer besser. Nein. Der Mann, fahren Sie weg? Das ja, ich fahr weg. Ah, danke. Das hat, finde ich, sehr, sehr cool gemacht. Also es sieht richtig, richtig nice aus, finde ich. Das gefällt mir richtig gut. Ja, der Emperor ist natürlich auch nicht gerade schnell, aber das muss er ja auch nicht unbedingt. Wir halten uns hier auch an die Straßenverkehrsregeln natürlich. Ja, jetzt wird es grün, sehr schön. Dann kann es auch direkt weitergehen. Ob ich das mit der Geschwindigkeit vernünftig hinkriege, weiß ich noch nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch beim nächsten Mal vielleicht mit dem Xbox One Controller... Okay. Werde ich es wahrscheinlich mal mit dem Xbox One Controller vielleicht auch mal fahren. Da das mit Tastatur nicht ganz so geil ist, generell in GTA. Vor allem dann auch mit dem Gas geben, dürfte dann ein bisschen einfacher sein. So. Ich merke auch gerade, ich habe die ganze Zeit gequatscht. So. Okay, hier haben wir das Gurkenfeld. Dann stellen wir unser Auto mal hier ab. Tun wir den Motor aus. Und aussteigen. Das hätte ich auch einfach mit der Taste drücken machen können. Ich habe es aufgeschlossen. Nee, ich will es abschließen. So, sehr schön. Dann haben wir es jetzt abgeschlossen. Ja, wie gesagt, ich muss mich da erstmal so ein bisschen reinfuchsen, wie das genau funktioniert. Okay, wir müssen es gedrückt halten.
Gut zu wissen. Uns mal ein paar leckere Gürkchen. Vielleicht kann man die auch essen. Das könnten wir eigentlich gleich mal ausprobieren. Okay, eine Gurke. Na gut. Achso, ich muss jetzt zu einem anderen Punkt gehen, weil an der Stelle jetzt keine Gurken mehr sind. Das ist cool. Also das finde ich echt, haben sie ganz cool gemacht, definitiv. Man muss sowieso echt große Props an das Team von State 5 geben. Denn was man so gesehen hat, ist schon echt alle Achtung. Also was ich auch damals in deren Streams gesehen habe und auch bei Kryo und bei anderen. Also die haben hier schon mächtig was auf die Beine gestellt. Sehr, sehr, sehr cool. Und ja, ich bin froh, dass ich jetzt hier schön spielen darf auf dem Server. Und ja, bin gespannt, wie es ja, mit unserem Charakter weitergeht. Inwiefern er ein Teil der Gesellschaft wird. Okay, hier habe ich gerade ein Fahrzeug gehört. Gucken wir mal, ob wir hier was Schönes finden. Und dann, ja, ein paar Gürkchen sammeln wir noch ein und dann gucken wir uns das erstmal genauer an mit dem, was wir eingesammelt haben. 3,5. Was heißt denn jetzt da 3,5? Gucke ich gleich nochmal im Inventar selber rein. Der mir da was Genaueres ausspuckt. Dreck, ne, Dreck brauchen wir nicht unbedingt. Ich gehe mal gerade zum Auto. Da gucken wir mal. Man kann das nämlich auch hier in den Kofferraum packen. Motorhaube, Kofferraum. Kofferraum ist abgeschlossen. Wieso ist der Kofferraum abgeschlossen? Ach, muss ich das Auto erst aufschließen? Ah, sehr gut. Inventar. Ne, das ist nicht das Inventar, das ich will. Nee. Da bin ich noch. Nee, ich will nicht ins Auto einsteigen. Hm. Fahrzeug ist abgeschlossen. Jetzt lass es wieder aufschließen. Ah, okay. Wenn ich direkt dahinter stehe, klappt es nicht. Okay. Ich würde gerne eine benutzen. Jetzt am Hotdog nicht wirklich, dass sich da was gerade getan hat. Benutzen wir noch mal eine. Ne, hat sich jetzt nicht wirklich was getan. Ich werde mal hier bei den Orangen noch mal was holen. Die haben ja eigentlich ein bisschen Saft. Vielleicht bringt uns das auch mit Trinken ein bisschen was. Aber natürlich sind diese, ja, Ressourcen eigentlich ja sowieso dafür da, um die zu verarbeiten, um sie zu verkaufen, um damit Geld zu machen, eventuell einen Betrieb anzufangen oder selber einen Betrieb zu gründen. Also, das ist echt schon ganz nett durchdacht hier. So, probieren wir es hier mal. Eine Orange würde mir auch erstmal reichen, um überhaupt mal was zu testen. Weil, wie gesagt, in der Closed Alpha habe ich leider nicht wirklich spielen können. Da es halt kleine Problemchen bei mir gab. Okay, ich hatte keinen Erfolg. Probieren wir es da vorne nochmal. Wenn es nicht klappt, auch nicht so tragisch. Dann werde ich vielleicht ein paar Gürkchen nochmal sammeln. Und werde gucken, dass ich die eventuell verkauft bekomme. Drei Orangen, sehr schön. Dann gehen wir mal zum Auto.
Auto dürfte nämlich noch offen stehen. Kofferraum ist geschlossen, sehr schön. Dann steigen wir doch mal ein. Nein, ich will den Motor noch gar nicht starten. Abschließen. Da kann auch keiner bei uns einfach einsteigen. Ich will ständig die Karte mit M drücken, weil ich das bei anderen Spielen so gewohnt bin. Ich weiß gar nicht, warum ich mich gerade überhaupt ins Auto gesetzt habe. War eigentlich auch totaler Schwachsinn. Denn, ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss, Leute. Wir werden dann gleich hier, beziehungsweise ich werde jetzt gleich noch ein bisschen hier ein paar Gürkchen farmen. Und dann werden wir mal gucken, was wir mit den Gurken alles anstellen können. Ob wir die schon verarbeiten können. Und wir müssen natürlich uns auch noch ein Bankkonto zulegen. Und ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal.